And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we went to Bull's Head Hill in Syria and, well, we found Klausner and we found the lens, which is the good news. Die Linse, die ich auf Klausners Leiche gefunden habe. The bad news is that we are probably going to share Klausner's fate, because now we are trapped in this secret passage in the mountains. Just as Klausner was, and we are probably going to starve to death. We're probably going to die of dehydration first, but in any case, we're going to die here. At least. Oben an der Wand steht eine Inschrift, teilweise schon vom Zahn der Zeit abgenagt. That will happen. Irgendwas don't find wie a way out of here. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Das Latein ist einfach genug, aber was sollte es bedeuten? Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Oh, we're mein saved. Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta, komm nicht rein, es ist eine Falle. Bleib, wo du bist. Wie? Hallo, Mr. Stobbart. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Oh. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbart. Okay, we are finally face to face with the killer. Well, actually for the second time. No, for the third time. The first time when we... Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Ah, okay, we can make a choice here. We can either be honest, or we could try to... lie and, well, persuade him that we don't know anything. Let's go with honesty. Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? I think we're going to go with honesty. Ja, er hatte so eine Art Linse bei sich. Ich habe sie bei mir. Geben Sie sie mir. Nein, ich glaube lieber nicht. Seien Sie kein Narr, Mr. Stobbart. Wenn ich sie Ihnen gebe, was sollte sie dann noch davon abhalten, mich umzubringen? Was sollte mich überhaupt davon abhalten, sie umzubringen? Sie könnten die Linse treffen. Nicht, wenn ich sie in den Kopf schieße. Wenn ich hinfalle, könnte die Linse kaputt gehen. That's a good point. Sie argumentieren überzeugend, Mr. Stobbart. Vielleicht erleben Sie ja doch noch den nächsten Morgen. Vielleicht. Gab es sonst noch was Wichtiges? Yes. Naja, da stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand.
Was stand da? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbart, ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Ich kann nicht riskieren, dass Sie aus Versehen meinen Feinden helfen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Was genau meinen Sie damit? Ich bin ein Profi. Sie werden keinen Schmerz fühlen. Oh Mann, Sie wollen mich umbringen? Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Let us die like a man. Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, do you? Okay, naja, was soll's. Hier. If you want to shake my hand, then... Es war ein weiter, weiter Weg darunter. Unten konnte ich Ultas Wagen sehen. Let me shake your hand. And now, get out of there. Phew. Most impossible escape. But, yeah. Whatever works. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Yep. In fact, we already know what this lens is used for. Well, at least I heavily suspect that you use it in the Church of Montfaucon. But let's take another look at the manuscript and to see whether there's anything new. And there is. Das ist das Gesicht der Statue, die ich in Bull's Head gesehen habe. Yes. Ich bin so schnell. Okay. So let's go to the Church of Montfaucon. Montfaucon. Not Montfaucon. And the policeman is back. Let's talk to him. Sie sind wieder da? Oui, ich bin zurück. Hallo. Hallo, Monsieur. Why are you back? Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen. Non. Nun, es ist etwas merkwürdig, aber ich bin dienstlich hier. Dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein. Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier. Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform. Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters. Sie haben mich glatt überzeugt. Merci. Aber in Wirklichkeit ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt wie eine Stahlfeder, bereit zum Zuschlagen. Patzong! Auf wen oder was gedenken Sie denn zu Patzongen? Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur. Sie meinen die Morde? Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas. Pah,
Leute sterben jeden Tag. Non, non. Ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Canalisation. Ich, also, wer? Jacques de la Grande Canalisation, der Terror der Unterwelt. Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques. Bravo, das ist richtig gut. Merci, ich habe die halbe Nacht daran rumgedickt. That's a time well spent. Wer ist dieser Jacques de la Grande Canalisation überhaupt? Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben. Einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh. Er hat einen Jongleur gespielt. Oh boy, ist das denn zu fassen? Und einen amerikanischen Touristen. Wo stammen Sie eigentlich her, Monsieur? Kanadier. Also, Vanette, ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass sie eine Pariser Legende geworden sind. Okay, now we are famous or infamous. Ah, and there's... Now is a... Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. A priest. Ein Priester steht an den Bänken und poliert hingebungsvoll an irgendetwas herum. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? What are you polishing there? Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere. Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert. Hm. Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui, ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt. Ist das Fenster rechts noch das Original? Oui, Monsieur. Ah. Sie müssen sehr stolz sein auf diese unglaubliche Sammlung von Bleiglasfenstern. Stolz ist eine Sünde, Monsieur. Aber es ist schwer, nicht ehrfürchtig zu staunen, wenn das Licht hindurchfällt. Ein exquisiter Beweis für das Genie des Künstlers. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flombert jetzt seit fast 6 Monaten. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui, alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. I'd like to polish my lens. Haben Sie schon einmal so eine Linse gesehen? No, niemals. Das Glas scheint irgendwie ganz schwach eingefärbt zu sein. Stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Interesting. Would you like to polish this? Was halten Sie von diesem Kelch? Der sieht aber sehr alt aus. Etwa so alt wie diese Kirche, würde ich sagen. Da scheint etwas eingraviert zu sein. Aha. Wirklich? Was steht denn da? Kann ich nicht sagen. Es ist sehr stark angelaufen. Wenn Sie gestatten, könnte ich versuchen, den Kelch etwas zu polieren. Ich verspreche, ich bin ganz vorsichtig. Okay, just go ahead. Das wäre zu liebenswürdig von Ihnen. Es wird nicht lange dauern.
Schauen Sie sich so lange ruhig etwas um. Okay, in the meantime, we are going to put the lens in the statue. Okay, danke. Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Hey. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Jacques de Molay, probably. Moment mal, also MCCCXIV, das ist 1314. Ah, and he's done with the polishing. Abermals einen guten Tag, Pater. Hey, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Was steht auf dem Kelch? Es war keine Schrift. Mein Fehler, es war ein Wappen. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass mir das Wappen sehr bekannt vorkommt. Wirklich? Oui. Ich glaube, ich habe es schon mal auf dem Grabmal dort in der Ecke gesehen. Das geflügelte Pferd ist recht auffällig. Wussten Sie, dass sich in dem Mittelfenster das Bild eines Mannes auf dem Scheiterhaufen versteckt? Der brennende Mann. Was? Sie wussten das? Dass sich dort ein Bild versteckt? No. Aber die Kirche hat den Ruf, dass es hier spukt. Oft haben Menschen behauptet, einen brennenden Mann in einem Fenster gesehen zu haben. Aber wenn dann andere nachschauten, war nichts zu sehen. Vielleicht muss das Licht genau richtig stehen, damit man das Bild sehen kann. Ja, oder man braucht eine spezielle Linse. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. So that grave that you were talking about. The far right corner. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Ob dieser Typ... Maybe this one? Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ein steinerner Ritter... Oh, maybe he was talking about this grave. Nein, das ist doch nicht möglich. Oder doch? Jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten muss, ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da steht zwar kein Name drauf, aber das Wappen ist unverkennbar der Pegasus der Familie de Vasconcellos. Ich habe die letzte Ruhestadt von Don Carlos gefunden. Mein Auge wandert zu den Bibelzitaten, die in den Rand der Grabplatte eingraviert sind. Hey, vielleicht haben diese Zitatangaben ja etwas zu bedeuten. Psalmen 32, 7, Johannes 4, 11, Korinther 4, 5 und noch einmal die Psalmen 22, 21. Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich habe ein Gedächtnis wie eine Bärenfalle. Der Kelch hat mich zu diesen Inschriften geführt, aber das erscheint mir eher als Zufall. Schließlich war das Wappen der de Vasconcellos schon in der Handschrift abgebildet. Nein, ich bin immer noch überzeugt, dass der Kelch selber auch noch eine Bedeutung hat. And when we'll come back, folks, we shall try to figure out the meaning of the chalice and the meaning of those inscriptions. So until next time, folks, until then.